diese Figur ist irgendwie nicht von mir gewichen und diese Geschichte. Und es war eine Wucht und die hatte ein Echo. Diese Orientierungslosigkeit ist immer ein wunderbarer Hintergrund für jedwede Geschichte. Sommer 1990 in einem Dorf in Thüringen. Maria lebt mit ihrem Freund Johannes auf dem Hof von dessen Eltern. Statt ihren Schulabschluss zu machen, verliert sie sich lieber in Büchern. Der Sommer ist heiß, die Spannung des Umbruchs liegt in der Luft und alle tasten sich an die ungewisse neue Zeit heran. Als Maria dem charismatischen und mehr als doppelt so alten Nachbarn Henna begegnet, reicht eine Berührung aus, um eine tiefe Anziehung zwischen den beiden entstehen zu lassen. Im Geheimen entwickelt sich eine leidenschaftliche Liebe voller Sehnsucht und Begehren. Wir sind die Wanderer ohne Ziele, die Wolken, die der Wind verweht. Schließ mit deinen kühlen, guten Händen alle Wunden zu, dass nach innen sie verbluten. Irgendwann werden wir uns alles erzählen, lief im Wettbewerb der Berlinale 2023. Regisseurin Emily Artef hat mit der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Daniela Krien ein sinnlich vibrierendes Kinoerlebnis geschaffen. Der Film erzählt zutiefst berührend von einer tragischen Liebe und fängt dabei zugleich die Atmosphäre der Wendezeit ein. In den Hauptrollen brillieren Marlene Buro und Felix Kramer. Hallo Marlene, hallo Felix. Erstmal wirklich Gratulation zum Film. Hat mir wirklich ganz, ganz toll gefallen, war sehr emotional und also Riesenrespekt. Vielleicht könnt ihr zum Einstieg erstmal sagen, was hat euch denn besonders daran gereizt, eure Figuren, also Maria und Henna, zu spielen? Also für mich war es, es ist ja erstmal das Lesen und erstmal gucken überhaupt, was passiert da. Und dann gibt es so einen ersten Instinkt. Und ich habe dann das Buch zur Seite gelegt und diese Figur ist irgendwie nicht von mir gewichen und diese Geschichte. Und es war eine Wucht und die hatte ein Echo, was mich über mehrere Tage begleitet hat. Und ich wusste, das möchte ich erzählen und ich möchte da weiter reingehen. Und dann ist es auch die Stille gewesen. Also, dass wirklich mal nichts zerredet wird, sondern dass einfach so viel über die Blicke, über die Berührungen passiert. Und das fand ich sehr spannend und sehr schön. Für mich ist es so, dass ich beim ersten Mal lesen gar nicht genau erklären kann, warum. Und das macht mich dann schon so ein bisschen stutzig, im positiven Sinne neugierig, dass ich merke, was ist das, ne? Und dann fange ich an, drüber nachzudenken. Und ich wusste ja auch, in welche Richtung ich lesen soll. Ich habe das ja sozusagen, wurde ja gefragt, ob ich Lust drauf hätte, Emily zu treffen. Habe natürlich sofort auch so ein bisschen an die Gefahr gedacht, so, sehr laute Figur, könnte schnell eine Täterfigur werden, könnte schnell langweilig werden, brutal. Ich habe mit Emily viel darüber gesprochen, wie sensitiv die Figur ist, wie fragil, wo sind die Punkte, wo man ansetzen kann, dass man doch schon Empathie aufbauen kann, was ich wahnsinnig wichtig finde, weil ich muss Figur auch respektieren und dann verteidige ich die auch bis aufs Blut. Und wie sah so die Vorbereitung für euch aus? Weil es gibt ja wirklich sehr, sehr viele sehr intime Szenen, jetzt in auch verschiedenste Richtungen von Intimität. Vielleicht könnt ihr diesen Prozess beschreiben, wie man sich dann dem Ganzen so annähert, dass das dann auch in einer, sag ich mal, einer Intensität und einer Spannung so auf der Kinoleinwand rüberkommt. Zum einen waren diese Szenen auch schon sehr gut ausformuliert im Skript. Ich finde, man hatte schon beim Lesen das Gefühl, diese Spannung zu spüren. Und dann bestand eigentlich nur die Aufgabe darin, das umzusetzen. Und da hatten wir eine ganz tolle Hilfe an unserer Seite. Und das war Sarah Lee, die ist Intimacy-Coordinatorin. Und mit der haben wir sehr viel geprobt. Und für mich war einfach wichtig, dass wir ein Vertrauen aufbauen. Ich bin zum Casting gegangen und dachte, okay, wenn ich mit Felix nicht klarkomme, dann kann ich das nicht machen. Und, weil ich schon besetzt war. Ja, da hatte ich keine. Da dachte ich mir, egal, ich krieg das schon hin. Nein, wir haben einfach, das war ja ein Probearbeiten. Und es war total wichtig, dass gerade bei so einer Geschichte und gerade bei so einem Film, dass da Vertrauen da ist. Und das haben wir aufgebaut. Und das war auch ein Prozess. Und wir haben sehr lange geprobt. Wir haben jede einzelne Berührung geprobt. Wir haben uns, ja, abgesprochen, haben darüber geredet, was ist für uns in Ordnung, was ist nicht in Ordnung und wie finden wir einen Weg, diese Szenen umzusetzen, ohne uns dabei unwohl zu fühlen oder mit Angst in die Szenen zu gehen.
Und es wurde letztendlich total gut umgesetzt. Also ich bin noch nie so angstfrei in solche intimen Szenen gegangen wie jetzt. Also wenn du überlegst, dieses ganze Hexenwerk der 70er, 80er, ja, also dieses, da ist eine Sexszene, ja, morgen ist der Tag, dann rufen die sich noch an im Hotelzimmer, und wie geht's dir? Ja, ich weiß nicht, ob ich schlafen kann. Dann treffen die sich am Set, alle sind nervös, Kamera an, ja, mal gucken, ob es klappt. Und dann triffst du Sarah Lee, die das Ding so auseinandernimmt, so analytisch ist, so medizinisch, das fast schon entzaubert auf eine Art und Weise, es mechanisch wirken lässt. Und du den umgekehrten Weg gehst, so, sozusagen, du bist so wie so ein Rodler, der so vorher, ne, diese Rennfahrer, die so vorher diese Kurve, und dann gehen die nochmal dadurch. Und dann triffst du dich am Set. Und dann ist es eigentlich die Aufgabe, wieder dieses Gerüst, also alles so sehr nach Technik klingt, Gerüst und Basis und Arbeiten, alleine der Begriff ist ja schon, unsere Choreografie, also Stunt, Tanz, da wieder diese Emotionen reinzubekommen. Also den umgekehrten Weg zu gehen und nicht emotional komplett verwirrt zu sein und es muss am Ende gut aussehen, sondern Sarah Lee ist wirklich so, wie so bei einem Stunt. Die wissen, wie der Faustschlag am realsten aussieht, weiß sie auch, wie man das erzeugt, wo ein guter Winkel ist mit Kamera. Und dann bist du da in so einem geschützten Raum. Emily Artef hat sich komplett zurückgenommen. Hat es wirklich outgesourced. Eine große Kunst auch. Auch eine Fähigkeit, dann sich nicht einmischen zu wollen, machen zu lassen. Und dann wird vor jeder Szene, stellt sie dich gegenüber, begegnest dich. Und ich habe so nochmal viel drüber nachgedacht, so was ist Intimität, wo fängt das an und wo hört es auf? Dieses Wort Choreografie ist, glaube ich, ganz gut, oder Stunt, weil es wirklich alles durchgeprobt war. Und was aber total gut funktioniert hat, weil du gerade meintest, ne, dass man vom Mechanischen zurück zur Emotion kommt. Der Körper reagiert ja auch so, wenn wir Angst haben, wenn wir unter Druck sind, dann machen wir zu. Und dadurch, dass wir aber so frei waren und keine Angst hatten und das Vertrauen da war und wir wussten, was passiert, konnte man auch diesen Emotionen wieder Raum geben. Und ich glaube, dadurch hat das so gut funktioniert am Ende. Und deswegen sieht das dann auch nicht gestellt aus. Also die Vorbereitung bringt eigentlich, also ja, das ist eigentlich nur gut. Genau. Man muss sich so ein bisschen, das, weil es klingt so, ich merke, man redet darüber, ich merke auch selber immer wieder, die Angst wird abgebaut, ne? Aber es gibt natürlich eine gewisse Aufgeregtheit am Set. Und die sorgt dafür, dass man im positiven Sinne, auch in Sarah Lees Sinne, auch vielleicht ein bisschen unsauber wird. Ne? Es geht nicht um Cybersex. Ne? Es soll durchblutet sein. Aber es soll beiden gut dabei gehen. Und nicht, das sage ich ja eben, nicht wie in den letzten Jahrzehnten, wo irgendwelche Schauspieler gebrochen werden. Und es ist wirklich, ich sag ja auch, mir wurde auch klar, ist so eine Träne und so ein Lachen, ja, kann viel intimer sein als so ein nackter Hintern. Es gibt Leute, die haben mit ihrem Körper ein ganz anderes Verhältnis, aber können nicht lachen vor der Kamera. Und diese ganze Quälerei, dieses abgefeiert werden von Regisseurinnen und Regisseuren, die ihre Schauspieler brechen, an einen Punkt bringen, wo sie selber nie hingekommen wären, alles so mit so einer merkwürdigen, alles, wo es sehr viel mehr um Macht geht, das soll mir alles geschenkt bleiben. Ich finde, dass man diese Qualität der Arbeitszeit einfach erhöhen sollte und dass die Leute sich wohlfinden. Ey, wirklich, man denkt immer, es ist so toll, vor der Kamera zu, und dieses Drama herzustellen, aber ihr wisst gar nicht, was das manchmal für ein Preis ist, was das kostet. Und dann steht dann die Schauspielerin mit irgendeiner Trophäe auf der Bühne und alle klatschen und die ist irgendwie lost und total gebrochen. Und das muss einfach aufhören. Und deswegen muss immer mehr von diesem Coaching, auch Schauspielcoach, ruhig ran ans Set. Es ist nicht schlimm, gecoacht zu werden. Dirk Nowitzki hatte, glaube ich, 5. Ja. Einen für die Ernährung, einen für den Dunking, einen für die Tonschuhe. Und es ist einfach nicht. Es bricht dir keine Krone. Nee, es trägt keinen Zacken Arbeit. Aus der Krone. So heißt es, ne? Man bricht sich keinen Zacken aus der Krone. Sich helfen zu lassen. Ja. Helfen lassen. Unterstützen lassen. Und das kann Emily Artef. Das ist einfach cool. Das ist ja. Toll. Die wollte ich eigentlich mal meiner Tochter schenken. Du gehörst ja zu uns.
Ich halte es nicht aus. Ich will sie nicht mehr belügen. Du kennst mich nicht. Wir müssen damit aufhören. Mach doch nicht alles kaputt. Hanna! Ich bin älter als deine Mutter. Ja, das weiß ich doch alles. Neben der eigentlichen Beziehungsgeschichte spielt das Ganze ja auch zur Wendezeit. Du hast die ja auch selber erlebt, die Wendezeit. Was würdest du sagen, auf welche Art hat der Film die nochmal mit eingebaut? Ich war so alt wie Maria und Hanna war so alt wie meine Eltern. Und dieser Druck im Umbruch, diese Orientierungslosigkeit ist immer ein wunderbarer Hintergrund für jedwede Geschichte, Liebesgeschichten. Beste, du sitzt zu Hause, alles ist gut, das Haus fängt an zu brennen, so, dann ist jede Entscheidung einfach, hat mehr Bedeutung. Und ich finde, das will man im Kino irgendwie sehen. Man will irgendwie eine Emotion erleben, die eine Bedeutung hat. Dieses nicht liken und es gefällt mir, sondern ich begehre und ich sehne mich danach. Und so, ich finde, das ist, für mich ist das Kino. Alles klar, dann ja, vielen lieben Dank. Ich werde es keinem erzählen.